Moin, liebe Artgenossen, und herzlich willkommen zurück zu Varius Play. Pokémon Gelb, die Pika Edition. Ja, es ist einiges passiert seit dem letzten Mal. Und zwar haben wir Blitzbacke auf Level 19 gepusht. Nagezahn ist kurz vorm Level Up und vor der Entwicklung. Nimmersatt ist Level 19. Kampfsau ist Level 15 immer noch. Griffith ist ja Level 20 gekommen. Und Posenhorn immer noch Level 15. Ja, und wir haben jetzt zwei Pipis. Weil Pipi mir zweimal aufgetaucht ist beim Leveln und ich dachte mir so, ja, zwei Pipis, ne, kann man ja brauchen. Das eine heißt Gizmo, das andere heißt Kirby, weil Pipi mich ein bisschen an Kirby erinnert hat. Und jetzt, ja, gibt's hier diesen Typen noch, mit dem wir noch besprechen können. Und nochmal ein Zubat, auf dem wir aufs Maul hauen können. Blitzbacke Level 19, sollte das ja kein Problem sein. Blitzbacke ist übrigens sehr, sehr gut gegen diese Dinger. Das hätte ich mal vorher wissen müssen, dann hätte ich die so weggeklatscht. Ja. Stopp! Hände weg! Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fossilien gehören mir. Ach ja? Wollen wir nochmal sehen. Arschkriecher. Streber möchte kämpfen. Streber setzt Slimer ein. Was ist denn das für ein Pokémon? Ja, Slimer, ne? Kannst du mal... Hier, Nagezahn braucht sowieso noch ein bisschen Level Up hier. Also, komm, Nagezahn. Hau ihm eine rein. Ja, so ein schleimiger Fund, wieder ich hier. Beiß mal rein. In die Masse. Ah, noch ein schleimiger Fund. Da kannst du mal reinbeißen. Hau mal über Zahn hier. Komm. Wunderbar. So. Voltoball einsetzen. Möchtest du Pokémon wechseln? Nö, eigentlich nicht. Er soll ja noch ein bisschen leveln. Also. Nochmal den Hyperzahn auf diesen Ball. Mach den Ball kaputt. Benutzen Tackle, das macht aber nicht so schlimm, jetzt lass uns, finde ich zumindest. So, Nagezahn ist Level 18. Und Nagezahn müsste, wenn ich mich nicht irre, jetzt aufleveln. Oder auch nicht. Smogon in den Kampf schicken. Muss das Pokémon wechseln? Nö, möchte ich nicht. Den wird Nagezahn auch noch her. Mit seinem Hyperzahn. Er setzt Smog ein. Und Smogon ist besiegt. Und damit hat Nagezahn wieder ein paar Punkte und Streber ist besiegt. Na gut, ich gebe dir ein 1 ab. Silvarius gewinnt. Silvari gewinnt. Und ein Pokédollar. Hey, nicht so gierig. Ich gebe dir 1 ab. Welches war jetzt welches? Oh, hier kommen noch Kämpfe. Das ist Blödsinn. Scheiße, ich dachte, das Pokémon levelt ab, aber tut's gar nicht. Da muss ich nochmal gucken. Schade. Ich dachte, zwei Level-Ups. So. Was ist denn jetzt welches? Möchtest du das Dom-Fossil haben? Nee, möchte ich nicht. Ich möchte das Helix-Fossil. Ja, ich möchte das Helix-Fossil. Variowari erhält das Helix-Fossil. Pikachu springt. Okay, dann gehört das mir. Hier, mir. Ja, ist klar, ne? Hauen Sie mal rein. Tschüss. So, und hier ist das Ende des Mondbergs. Bleib auf der Stelle stehen. Wer bist du denn? Wer seid ihr denn? Das Fossil gehört Team Rocket. Gib lieber auf und bekämpfe uns nicht. Oh Gott, die richtigen Team Rocket? Die gibt es hier? Oh mein Gott. Team Rocket möchte kämpfen. Team Rocket setzt Rettern ein. Ja, es sind die richtigen Team Rocket. Ja, ne? Blitzbacke. Hau rein. Verdammt! Giftstachel. Ach komm, Blitzbacke, da lässt sich doch nicht von beeindrucken. Komm, nochmal Donnerschock. Stage is yours. Silberblick. Ja, macht auch nichts. So, nochmal drauf. Blitzbacke. Wunderbar, Blitzbacke. Mauzi in den Kampf schicken. Möchte das Pokémon wechseln? Dann Maus hier noch einen rein, ja, Nagezahn. Obwohl, Maus gegen Katze ist jetzt nicht so die beste Idee gewesen. Egal, Hyperzahn, beiß es. Na doch, das war wunderbar. So, Maus ist besiegt. Smogon in den Kampf schicken. Möchte das Pokémon wechseln? Nö, bis jetzt nicht. Nochmal den Hyperzahn. Schön aufspringen, die Hülle da. Smog. Attacke ging daneben, wunderbar. Nochmal Hyperzahn. Ja, wunderbar, siehste.
Da sind sie auch schon besiegt. Nagezahn erreicht Level 19. Ja, geil. Das ist sehr schön. Savari besiegt Team Rocket. So, ein Balk hat uns besiegt. Savari gewinnt 420 Pokédollar. So schnell wie das Licht. Sind sie wieder weg. Ja, okay. Das war wohl ein bisschen falsch, der Kontext, aber ja, macht ja nichts. Das war Team Rocket. Route 4, Mondberg, Azuria City. Sehr schön. Hier soll irgendwo Azuria City sein. Hoffe ich doch. Hoffentlich sind wir hier nicht irgendwo falsch. Irgendjemanden in die Arme oder so. Das will ich nicht. Das wäre nicht so geil jetzt. Aber wir können mal gucken, was hier so ist. Endlich aus diesem dummen Berg raus. So. So. Hier ist noch was. So, TM04. Gucken wir uns gleich mal an, was das bringt. Da ist noch eine Tussi. Da ist noch ein Weg, aber da kommen wir nicht. Kommen wir da hin? Was ist denn hier? Achso, da kommen wir so. Ja gut, gucken wir mal, was hier im hohen Gras lauert. Ein Radfratz. Level 12. Ach komm, Blitzbacke, das haust du doch weg, oder? Erstmal haut's dir eine rein. Oh, na, Schock. Paralysiert. Haha. Nochmal Donnerschock. So. Sehr schön. Aber hier gibt's anscheinend nicht mehr. Gut. Dann, gehen wir erstmal hier lang. Haben ja anscheinend keine große Wahl, wie es aussieht. Du erstellst eine Enzyklopädie der Pokémon? Das klingt lustig. Und deswegen gehe ich weg, weil du mich... Ich hätte gern ein rotes Fahrrad, aber ich würde nicht damit fahren, damit es nicht schmutzig wird. Das ergibt sehr viel Sinn. Du bist ein bisschen doof, oder? Hallo. Ich möchte ein Hollandrad kaufen. Ein Mountainbike hat keinen Gepäckträger. Ja, dann mach das doch. Warum fragst du mich denn? Die Fahrräder sind ziemlich cool, aber unheimlich teuer. Ja, wieso? Hallo, willkommen im Fahrradladen. Wir haben garantiert das richtige Fahrrad für dich. $1 Million. 1 Million Pokémon-Dollar. Das ist unser bestes Fahrrad. Möchtest du es haben? Es tut mir leid, du kannst es dir nicht leisten. Besuch uns doch mal wieder. Das ist nicht sehr nett. Das ist der Pokémon-Markt? Was ist denn? Elektroball wendet sich ab. Elektroball? Nein, nicht! Es ist schwer, ein Pokémon zu kontrollieren. Ob dein Pokémon gehorcht, hängt von deinen Fähigkeiten als Trainer ab. Ja, du bist wohl ein Scheiß-Trainer, oder was? Soll mir das jetzt sagen? Okay, ja. Der Busch vor dem Laden steht im Weg. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Ah ja, ich gehe erstmal ins Pokémon Center. Bill besitzt viele Pokémon. Er hat einige sehr seltene in seiner Sammlung. Naja. Wann hat man dir schon von Bill erzählt? Jeder nennt ihn den Pokémaniac. Aber ich glaube, die Leute sind bloß neidisch auf Bill. Wer würde denn nicht mit seinem Pokémon prahlen? Ich. Dieser Bill. Ich hörte, für seltene Pokémon würde er alles tun. Würde sich hinten nackt ausziehen, würde sich waschen lassen, würde alles tun. Ist klar. So, dann. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Ja, hier hast du sie. War das doch Level 28 oder so? Ich weiß jetzt nicht mehr. Müsste ich nochmal auf die Liste gucken. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja, alles klar. Dankeschön. Was haben wir denn hier schon was? Was bist du denn? Mirabla, Mira! Ich kümmere mich um verletzte Pokémon. Ich habe dieses Bisasam geheilt und gepflegt. Es braucht einen guten Trainer, der für es sorgt. Oh. Bisasam. Ich kümmere mich um verletzte Pokémon und brauche einen... Ja, ich nehm's gerne. Piki! Piki? Sein Name macht Piki? Ich dachte, sein Darm macht sein Darm.
Und nicht Piki. Piki. Schon irgendwie niedlich. Nur sehr begabte Trainer tragen Pokémon-Orden. Wie ich sehe, hast du dir bereits Orden verdient. Die Orden sind geheimnisumwoben, also dann. Über welches der 8 Orden soll ich dir etwas erzählen? Quellorden. Pokémon bis Level 30 folgen deinen Befehlen. Pokémon höherer Level gehorchen dir jedoch nicht. Ferner kannst du den Zerschneider außerhalb von Kämpfen nutzen. Also dann, über welchen Orden, 8 Orden soll ich dir etwas erzählen? Quellorden, nein, ich will den Quellorden. Ferner kannst du den Zerschneider außerhalb von Kämpfen nutzen. Also dann, über welche der 8 Orden soll ich dir etwas erzählen? Donnerorden. Die Initiative deiner Pokémon nimmt zu. Des Weiteren ist es dir möglich, Fliegen außerhalb von Kämpfen zu einzusetzen. Also dann, über welche der 8 Orden soll ich dir was erzählen? Oh, das ist sehr praktisch. Farborden. Pokémon bis Level 50 folgen deinen Befehlen. Pokémon höherer Level gehorchen dir jedoch nicht. Zusätzlich kannst du außerhalb von Kämpfen Stärke einsetzen. Also dann, über welches der 8 Orden soll ich dir etwas erzählen? Seeorden. Seelenorden. Die Verteidigung deiner Pokémon wird verbessert. Ferner kannst du außerhalb von Kämpfen Surfer verwenden. Also dann, welches der 8 Orden soll ich dir etwas erzählen? Sumpforden. Pokémon bis zu Level 70 folgen deinen Befehlen. Pokémon höherer Level jedoch gehorchen dir nicht. Also dann, über welchen 8 Orden soll ich dir was erzählen? Vulkanorden. Die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon werden erhöht. Also dann, über welchen 8 Orden soll ich dir etwas erzählen? Die Spezialfähigkeiten... Okay. Erdorden. Jegliche Pokémon gehorcht dir. Also dann, über welche Pokémon... Alles klar, besuche mich wieder, wann immer du möchtest. Mach ich doch gerne, tschüss. Was gibt's denn hier? Gar nichts. Toll. Ist natürlich sehr hilfreich, wenn da nichts ist. Die Leute hier wurden beraubt. Wir sind sicher, dass Team Rocket dahinter steckt. Sogar die Polizei ist gegen Team Rocket machtlos. Ach ja? Ihr seid aber Weichflöten, ey. So eine Team Rocket. Team Rocket. Kann man sagen. So, aber kann ich hier nicht irgendwie wieder zurück? Man muss ja irgendwie gehen. Da kann ja nicht sein, dass ich hier jetzt feststecke. Tatsache, ich stecke hier fest. Was soll das denn? Ich fühle mich verarscht. Oh, ein Sandern. Dem hau ich mit Nagelzahn eine rein. Das beiß ich. Los, Sandern, Hyperzahn. Nagelzahn, Hyperzahn. So, geht doch. Wunderbar gemacht, Nagelzahn. Stolz auf dich. Radfratz. Das kannst du mal kaputt hauen. Mal sehen, wer hier auf Anabolika ist. Eindeutig dieses Vieh. Aber egal, Fußkick. Ich kann es ja nicht ausweichen. Muss es gar nicht, der erste Schlag war schon sehr effektiv. Sehr gut. Gut gemacht, Kampfsau. Kannst du gut trainieren. So. Ja, dann geht's wohl nicht anders. Dann müssen wir uns wohl der kleinen Mistfliege stellen. Aber erstmal gehen wir noch zum Markt. Wir möchten ja noch was kaufen. Und zwar hier. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Verkaufen, kaufen. Was möchtest du denn kaufen? Was gibt's denn hier? Aufwecker, Paraheiler, Aufwecker und... Ist alles blöd. Ich brauche Pokebälle. Und zwar 10 Stück. Das macht dann... Nee, bitte, vielen Dank. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Vielen Dank. Mit Schutz kannst du dir Käfer und schwächere Pokémon vom Leib halten. Außerdem solltest du das stärkste Pokémon an die Spitze der Liste setzen. Besitzt du Sonderbonbon? Gibt man einem Pokémon einen Sonderbonbon, dann erreicht es den nächsten Level. Ja, ist aber Schrott, weil dann wird's nicht stärker. Es erreicht halt nur einfach den nächsten Level. Das wird dadurch irgendwann viel zu schwach. Du bist auch ein Trainer. Zu sammeln und zu kämpfen ist nicht immer so leicht.
jetzt nicht immer so leicht, wollte ich dir nur sagen. Okay, danke für den Hinweis, dann speichere ich mal. 16 Pokémon im Pokédex. 10 Stunden gespielt. So, dann wollen wir mal in die Arena. Hallo. Seid ihr denn für Spackus? Achso. Hey, warte, du Champion der Pokémon, ich habe einen Tipp für dich. Misty, die Arena-Leiterin, kämpft mit Wasser-Pokémon. Du kannst ihnen das Wasser mit Pflanzen-Pokémon entziehen. Elektro-Pokémon dürfen sich auch als nützlich erweisen. Ja, weil sie grillen. Platsch! Ich bin dein erster Gegner, es geht los. Ich schwimme. Kintaro. Sepa. Ja, das wird einfach für dich Blitzbacke kommen hier. Donnerschock. Bums. Sag ja, das wird einfach für dich. Blubber. So, hier. Zack, nochmal. Klatsch. Blitzbacke erreicht Level 20. Das war klar. Blitzbacke versucht Slam zu erlernen, aber kann nur mehr als 4 Attacken. Soll eine Attacke zugunsten von Slam vergessen werden? Ja, welche Attacke soll vergessen werden? Das gucken wir erstmal. Doppelteam, Mozuki, Donnerwelle. Donnerwelle vielleicht. Ja, Donnerwelle. Schmuck, Donnerwelle vergessen und Slam gelernt. Das klingt irgendwie gut, wie so eine Wrestler-Attacke. Mushas! Nein. Diese Muschelschale kannst du auch mal eben wegschocken. Effektiv. Tackle. Aber. Ja, stark. So. Attacke ist sehr effektiv. Muschas wurde besiegt. Schwimmer besiegt. Das darf nicht wahr sein! 80 Pokédollar, wow, du bist ja pleite, ey. So, da haben wir Misty. Und hier haben wir bestimmt noch einen Schwimmer auf der Seite, oder? Nö, das ist nur die Tussi da hinten noch. Alles klar. Dann gehen wir die alte jetzt nochmal an. Willkommen im Pokémon Center. Immer deine Pokémon wieder fit und heilen sie auch. Wir benötigen deine Pokémon. Vielen Dank. Danke fürs Fitmachen. Komm hier in der Zeit wieder vorbei. Ja, mach ich. Na, Blitzbacke hat's hier zu einfach, ne, würde ich sagen. Blitzbacke ist jetzt auch schon Level 20. Der hat genug eingehauen hier. Jetzt kann Nagelzahn mal ein bisschen rankommen und Nimmersatt. Und Kampfsau ruhig auch mal ein bisschen. Griffith ist auch Level 20. Und Poison Horny kann auch noch davor. So. Nagelzahn darf ruhig auch ein bisschen ran da. Zuerst fordere ich dich heraus. Misty muss warten. Ah ja. Bist wohl geil auf mich, wa? Göre. Nee. Für eine Pfadfinderin möchte kämpfen. Pfadfinderin setzt Goldini ein. Oh wow. Hab ich Angst. Oh, Level 19, das ist schon Hyperzahn. Nom nom nom. Ist ausgewichen. Hyperzahn nochmal. Ups. Und jetzt Rutenschlag, ja super. Hyperzahn nochmal. Ey. Muss schon treffen. Schnabel. Goldini hat gar keinen Schnabel. Die hat einen Fischmund. Oh, daneben. Nicht so gut. So, hier, komm nochmal. Hyperzahn. So, jetzt. Schluss mit lustig. Goldini wurde besiegt. Ich bin überwältigt. Ja, schön. Hi, du musst hier neu sein. Welche Pokémon-Taktik setzt du ein? Wie gehst du vor? Meine Devise ist der offensive Einsatz von Wasser-Pokémon. Deine Gastgeberin ist Misty, die berühmte Schönheit. Bist du bereit, Süßer? Süßer? Okay. Die versucht mich eindeutig zu verwirren. Misty möchte kämpfen. Misty setzt Stern-Duo ein. Ein Stern. Okay, Nagelzahn, Hyperzahn. Beiß rein.
Ja, das war effektiv. Ist gut gemacht, Nagezahn. Starmie einsetzen. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nö, eigentlich nicht. Nagezahn macht das ganz gut. Beiß da auch nochmal rein. Oh, Blutstrahl. Eieiei, Nagezahn, das war nicht so gut. Dann beißt du da nicht mehr rein. Na komm, Kampfsau. Du darfst auch mal zeigen, was du kannst hier. Haus kaputt. Schön mit einem Karatschlag. Aquaknalle. What the fuck? Fußkick. Wirbelstrahl. Das nenne ich mal offensiver Einsatz von Wasser-Pokémon, ey. Okay, Poison Horny vielleicht nochmal. Dass ich das nochmal ein bisschen kratzen kann. Kratz es. Alter. Das ist nicht normal, ey. Kratz es mal. Doppelkick. Ups, war ja okay, das war's. Poison Horny ist hin. Gut. Naja, Nimmersatt ist noch nicht Level 20, von daher. Konfusion. Misty gibt X-Abwehr. Oh. Verteidigung zu, egal, Konfusion trotzdem. What? Härtner. Nochmal Konfusion. Jetzt reicht's. Los. Blitzbacke, hau ihn kaputt. Wieso macht das so viel Schaden? Ich bin ein Elektro-Pokémon. Donnerschalk. Wups. Alter, das ist sehr... Ja, sieht man, dass es sehr effektiv ist. Slam. Na komm, nochmal. Donnerschalk. Komm, nochmal Donnerschalk. Wups. So. Geht doch. Jetzt nochmal Donnerschalk. Alter, wie das reinhaut, ne? Aber egal, das ist jetzt... Geschichte. So. Nimmersatt erhält ein bisschen. Nimmersatt erreicht Level 20. Das ist wunderbar. Blitzbacke erhält auch ein bisschen. Und Silveribu besiegt Misty. Wow, du bist sehr gut. Alles klar. Ich überlasse dir den Quellorden. Als Zeichen deines Triumphes. Silveribu gewinnt 2000 noch was Pokémon. Oder? Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Büsche zerhacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-TM. Varial TM11. Ist wahrscheinlich Aquaknarre. So, das hätten wir wohl geschafft. Können wir nochmal mit ihr reden? Hallo. TM11 ist der Blubstrahl. Wasser-Pokémon können diese Attacke erlernen. Ja, da ich noch kein Wasser-Pokémon habe, ist das natürlich ein bisschen sinnlos. So, wir gehen jetzt nochmal eben uns heilen, denn die hat uns ja doch ganz schön eine reingehauen, ey. Muss ja sagen. Das war echt krass. Willkommen im Pokémon-Center. Wir machen deine Pokémon wieder fit. Ja, dann mach mal. Wir benötigen deine Pokémon. Ja, dann kriegst du sie hier. So, dann würde ich sagen, frohes Schaffen, froh sein. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Beim nächsten Mal geht's weiter. Frohes Schaffen. Euer Sebastian. Bye, bye. Bye-bye.